So, weiter geht's im Programm. So, wir sollen Fotos machen. Machen Sie ein Foto von mindestens 4 Besuchern auf einem erhöhten Weg. Und Sie erhalten 1500 Euro. Gut. Was, was? Ja, ich weiß, ihr wollt euch alle verpflanzen. Ich weiß. Tut mir leid. Hallo? Nicht hacken hier. Danke. Kann ja mal sein. Ja, da mit Fortpflanzung ist er leider nicht mehr. Die Dodo-Zucht wird eingestellt. Wollen wir noch was Neues einfallen lassen? 4 Besucher und Gotcha. Wunderbar. So, sieht das hier so dunkel aus? Ist wieder schmutzig? So, meine beiden Walhaie. Also eigentlich muss man mal überlegen, ich habe gerade mal 500 Euro für das Ding, für das Tier ausgegeben. Und ich habe gleich eine ganze Familie. Und dafür sind eigentlich, ein Tier kostet 35.000 eigentlich für gewöhnlich, wenn man es kaufen würde. Also, hatten wir an hier, was ist hier los? Hey! Guck mal hier, Mädchen. Ja, hing fest. Muss man sagen, also, das ist ein echtes Schnäppchen gewesen. Danke. Habe ich schon. Für 500 Euro und gleich eine ganze Familie. Das ist klasse. Ja, meine geile Konstruktion hier. Selbsttragend. Ja, ich habe diese Säulen hier weggemacht. Das störte mich immer irgendwie. Irgendwann war das ja immer im Weg. Okay, so ein bisschen kahl deswegen. Können wir ein paar Steinchen mal reinsetzen. So. Ein bisschen verschönern. Wenn schon sonst nicht großartig drin ist. Sternchen. So, passt. So, hier ist. Ach, ich will mal diese Icons hier wegmachen. Das nervt. Will ich nicht. Stört. So, wie sieht es bei meinem Phoenix aus? Da gibt es aber nicht irgendwie Probleme, oder? Nicht, dass ich da mich auch schon verhaspelt habe. Nee, sie ist mit gar niemandem verwandt. Sie auch nicht. Und sie hat nur 19 und 20 als Geschwister. Na gut, okay. Das ist in Ordnung. Können wir so lassen. So, bist du mal erwachsen hier? Oh, ja. Raus mit dir. Mama Jaguar ist nicht noch mit richtig. Hier haben wir alle drei Löwen. Wunderbar. Wunderbar. Und jetzt müssen wir wieder auf Geld warten. Vielleicht kommt ja eine nette Herausforderung. Wo Mama den einen oder anderen Euro verdienen kann. Man verkauft hier noch die restlichen Pflanzen, die noch hier sind. Das habe ich eigentlich schon fast alles gemacht. Hier steht ja nicht mehr ein nicht mehr ein Grashalm. Tja, na gut. Jetzt müssen wir sehen, dass ein bisschen Geld ins Haus kommt. Damit wir hier weitermachen können. Man kann ja vielleicht schon mal wenigstens. Ich mache schon mal das. Ich baue hier schon mal das Wolfsgehege auf, weil der noch ein bisschen günstiger ist als der Gepard. Der Gepard kostet 7.500, der Wolf nur 5.000. Ja, ist mir das doch ein bisschen lieber. Fangen wir doch mit der etwas günstigen Tier an. So, oh. Ah, das ist das mit den Bäumen. Ja, wunderbar. Ja, hier steht erst hier, man kriegt 2.000, aber man kriegt am Endeffekt dann doch das Doppelte. Schnell Bildchen machen. Die Mauer will ich nicht fotografieren. Kann ja immer sein. Ein Kapokbaum. Und schöne Bäumchen. So. Dann den Affenbrotbaum. Halleluja. Jo. So, die anderen Bäume habe ich natürlich noch nicht im Gehege. Die stellen wir hier einfach hier hin. So, und zwar einmal, wo ist er? Amerikanische Lerche. Und Gebirge. Die Himalaya-Kiefer. Und jo. 4.000 Euro. Geld. Geld. Zum Gehegebau wird es gleich verprasst. Es muss leider sofort verprasst werden. Tut mir leid.
So, stimmt das jetzt, wie ich das jetzt? Ja, das stimmt. Das war mir jetzt gar nicht sicher. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen orientieren, wo ich denn stehen geblieben bin. So. Ja, geht doch ganz schön ins Geld, diese Gehege.